Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, ich muss ein bisschen leiser sein. Meine Familie ist nämlich noch am Schlafen. Und ich habe zwar jetzt zwar alle Türen verbarrikadiert, die ich verbarrikadieren kann. Au, die Krankenschwester. Und ich habe für diese Runde das Ronja eingeladen. Und ja, weil ich eh leise sein muss, auf Party verzichtet. Aber zumindest habe ich jetzt jemanden dabei, der ja kein Random ist. Also ich finde, Randoms sind ja, ich gehe jetzt erstmal in den Generator. Ich weiß noch nicht, ob ich die Folge auch hinterher auf dem Kanal packen kann. Vielleicht bin ich ja wirklich zu leise. Kann ja sein. Nur Randoms sind meistens, wenn das neue Archiv anfängt, total useless. Also viele sind total useless, ne? Die stellen ihre Aufgaben in den Vordergrund und... Oh, da hinten. Kommt die... Ah, komm. Ja, ich bin mir nicht sicher. Okay. Also ich muss gucken, wie diese Aufnahme hinterher ist, weil ich habe zwar Mikrofonpegel auch quasi auf Maximum, damit ich wirklich nicht laut reden muss. Mal gucken. Oh, das Ronja hat es schon erwischt. Ich habe jetzt keine Taschenlampe bei. Ja, okay, sie macht aber anscheinend richtig gut gegen die Krankenschwester. Ein Gen ist auch schon fertig. Also, wie gesagt, mal gucken, ob ich das hinterher überhaupt nehmen kann. Komm schon, mach fertig, ey. Manchmal alleine braucht man so lange, ne? Okay, sie konnte sie nicht. Okay. Also ist sie anscheinend losgeworden. Nice. Oh, wir haben schon... Echt? Vier Generatoren haben wir schon fertig. Okay, nice, nice, nice. Läuft, läuft, läuft diese Runde, würde ich sagen. Ey, wie lange sind wir denn jetzt bei? Also... Oh, war das jetzt auf mich? Das war auf mich gemünzt, ne? Weil die andere lief jetzt auch so. Nicht, dass ich da einfach nur quasi zur falschen Zeit hinterm falschen Baum stand. Komm, komm, komm. Ja, was machst du jetzt? Nee, mach doch. Nee, mach das trotzdem, du bist fertig. Mach das trotzdem ruhig. Achso. Okay. Komm, ich heil dich. Ja gut, das Totem hätte sie jetzt eigentlich fertig machen können. Es war ja jetzt, glaube ich, ein glanzloses, ne? So, bitte, bitte. Ja, bitte, bitte. So. Oh. Okay, da rechts ist auf jeden Fall noch ein Gen. Guck mal kurz. Hier ist aber keiner mehr, ne? So. Hier in der Killerhütte. Ach, ansteckend Angst habt ihr auch. Okay. Okay, das Ronja hat jetzt einen Schlag getankt. Oh, das ist aber übel jetzt für die. Sie als einzigste jetzt zweimal am Haken. Och, die wurde schon wieder abgehangen. Ey, das meine ich, ne? Die wurde jetzt vom Random abgehangen. So wahrscheinlich hat er irgendwie so eine Abhängaufgabe und... Ey, das ist... Ich muss leise sein. Das ist die Hölle, ne? Das ist wirklich... Mit Randoms ist das echt die Hölle. Ich weiß nicht, ob wir hier gut... Oh Gott, warum läufst du los? Okay. Ich hoffe, sie fokussiert sich jetzt auf mich.
War ich ein bisschen zu schnell. Ich brauche irgendwas. Ich habe das Gefühl, das geht nicht mehr so lange gut, oder? Boah, dieses in der Hocke, ne? Sieht eigentlich voll schlimm aus, als wenn man hier so Quasimodo. Ja. Quasimodo mit dem Stock im Arsch. So sieht das aus. Ja gut, zumindest konnte ich sie jetzt. Die hätte die jetzt bestimmt down geschlagen zum dritten Mal. Obwohl, wenn mir vier Generatoren um die Ohren geflogen wären, ne? Dann hätte ich aber auch. Ja gut, Gentleman bleibt Gentleman, ne? Also ich würde da jetzt nicht einfach wegtunneln, ne? Gut, aber ich habe auch leicht reden, ne? Ich weiß ja nicht. Ich bin ja bei Killer Level. Ich glaube, das höchste Killer Level, was ich hatte, war 15 oder 14 oder so. Ich glaube, die sind jetzt alle relativ mittig, diese. Die Gens hier, ne? Okay, das Ronja wurde wieder erwischt. Sie hat mich gesehen, ne? Ne, doch nicht. Doch, sie hat mich gesehen. Oh ne, das war jetzt doof. Ja, ich denke mal, sie wird jetzt die letzten drei Gens gut bewachen, ne? Ja, macht Rote. Okay, ja. Ja, wie, aber das meinte ich gerade. Oh, ich muss. Das meinte ich gerade. wie unsicher das Abhängen ist, ne? Die haben die Aufgabe eigentlich abzuhängen, allerdings muss das ja sicher passieren. Ne? Und ja, darauf achten die meisten überhaupt nicht, ne? Die machen einfach, komm, wir hängen einfach ab. Im besten Fall, kriegt derjenige dann einen Schlag ab, ne? Und der andere soll zumindest diese Sekunden, bis er an sich, wie viele Sekunden sind das? 15 Sekunden, 16 Sekunden? Oh, jetzt hat sie, oh Gott. Warum? Sie war die Einzige, die gehangen hat. Ey, tut mir echt leid, ey. Ja, aber das macht den Unterschied, ne? Mit welchen, mit Leuten spielen, die man kennt, wie das Ronja und so weiter. Sie hatte, als die andere erwischt worden ist, hat sie einen Schlag getankt, quasi, ne? Als die andere schon auf dem Arm des Killers war. Ne? Das ist dann irgendwie, man versucht ja alles Mögliche, um irgendwie die anderen auch zu helfen, das große Ganze im Auge zu behalten, ne? Also den Erfolg der Runde des Survivor. Und der Dwight hängt einfach total unsicher ab. Ja, das ist halt der Unterschied, ne? Nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt dran soll. Okay, jetzt geh ich dran. Ach Gott, ansteckende Angst. Ja, die weiß, dass wir hier sind. Ich gehe einfach mal hin. Weil ich habe jetzt einfach gehofft, dass sie sich kurz auf das Ronja fokussiert und keinen am Generator sieht, ne? Hä? Warum? Was ist passiert? Warum hat die jetzt nicht bis zum Ende geheilt?
Jetzt fängt nämlich die Sache wieder an mit sich nicht selbst heilen können. Ist ja für mich einfach ein Graus, ne? So, wo ist jetzt hier Jens? Da ist einer. Da in der Mitte. Wo ist... Hier ist der... Ich wollte erst fragen, wo ist der Dritte? Der ist direkt neben mir gewesen. Scheiße. Okay, sie hat geliehene Zeit. Ach, er hängt ab mit geliehene Zeit. Okay. Ja. Ja, dann nehme ich es zurück. Ja, ich habe mich getäuscht. Mit geliehener Zeit kann man natürlich unsicherer abhängen. Oder noch das Beste hoffen. Wobei der Killer das... Ja, wenn er das einmal weiß, ne? Wenn er das einmal weiß, dann... Dann wartet er einfach nur die Zeit ab. Ist... Jetzt muss das Ronja erst richten, ne? Ich hoffe, sie wird nicht erwischt. Wenn sie erwischt wird, dann sind wir alle down. Ey, und wie lange krebst du jetzt hier mit diesem einen Generator schon rum eigentlich? Okay, zumindest scheint sie doch die Krankenschwester einigermaßen, weil sie hätte ja jetzt auch hart campen können dort oder patrouillieren können. Boah, die sind fett auf der anderen Seite der Map. Achso, ja, stimmt, du musst auch noch geil werden, ne? Komm. Ich wollte jetzt erst sagen, komm, let's go und Generator durchziehen. Ich muss demnächst mal wieder Beweise dich mitnehmen. Habe ich schon lange nicht mehr mitgehabt. Jetzt kommt sie natürlich. Ach komm, ey. Okay, der Baum war auch ziemlich dünn, ne? Aber... Sie lässt ab, sie lässt ab. Okay. Jetzt ist die Frage, wir brauchen nur noch drei Gens. Es sind nur noch drei Gens da. Es sind nur noch drei Gens da. Und die werden jetzt von ihr natürlich bewacht. Oh, hier ist die Luke. Ich bräuchte irgendwas zum Heilen, ey. Ist doch. Ja, da hinten in der Mitte ist noch ein Totem. Dazu. Ah nein, die kommt hier hin, die kommt hier hin. Ich wollte... Vielleicht sollten wir uns jetzt irgendwie heilen. Das wäre am besten. Komm her, komm, komm. Ah, da zieht sie nicht, da zieht sie nicht. Von Vorteil wäre wirklich einfach mal geheilt zu sein jetzt, ne? Wir alle haben einmal gehangen. Ich könnte versuchen, das Totem hier. Ist das irgendwas Besonderes? Nee, ne? Ja. Auch glanzlos. Ja gut, sie könnte natürlich Nöd dabei haben. Wenn das letzte Totem hier ist, dann wäre zumindest der Nöd-Aspekt weg. Ja, er kann auf jeden Fall einmal geschlagen werden. Oh. Scheiße, ich hätte sie nicht aufhören sollen.
wieder weggegangen, ne? Okay, da hinten arbeitet das Ronja mit am Jen. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich das Tote auch lieber lassen. Ich bin jetzt irgendwie ziemlich angespannt, oder? Ich mag das ja voll nicht, ne? Verletzt hier rumzulaufen. Und wie lange laufe ich schon verletzt rum jetzt? Ey, krieg langsam die Krise. Oh. Dwight, schaffen wir das? Schaffen wir das? Oh, das ist wieder mal eine knappe Kiste. Oder? Okay, komm. Das Ronja müssen wir jetzt erstmal befreien. Und ich glaube, da direkt ist ein Ausgang, ne? Oh, jetzt hat sie den Dwight erwischt. Das heißt, oh, die ist da hinten. Okay. So, machst du die Tür auf? Okay. Vielleicht reicht das, ja? Gott, hat sie gesehen? Oh, shit. Ich hasse es verletzt, ne? Ich hasse es verletzt. Das ist so schlimm, finde ich das. So. Jetzt lasse ich meine Wut an diesem Totem aus. Okay, der Dwight hat sich jetzt gerade wieder geheilt. Ne? Der hat es ja schön entspannt, ne? Immer schön geheilt und er kann einen Schlag einstecken. Oh ja, das wäre nice, wenn wir jetzt rauskommen. Also, das ist richtig nice. Also, richtig hart. Harter Generator, der letzte, ne? Ja, Ivy, gleich gibt's Essen. Gleich, Ivy. Ja, richtig schön, dass das noch geklappt hat, ey. Ey, da war ich aber gerade richtig geheilt, ne? Okay. Ja, gut. Also, echt eine richtig geile, spannende Runde. Auch wenn ich mental gelitten habe, weil ich so lange verletzt war, ich das ja absolut nicht mag, ne? Ja, aber richtig irgendwie, aber richtig geil, hat mir richtig Spaß gemacht. Und die Anspannung kann jetzt erstmal wieder von einem abfallen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen und Spaß gemacht und ich hoffe, ich bin laut genug, dass ich es auf YouTube packen kann. Ich wünsche euch was. Ciao. Und dann bis zu den nächsten Videos. Ciao, euer Malida.